So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eigentlich hatte ich ja gesagt, das war das letzte B7 Video, aber Sascha besucht uns im hohen Norden. Wieder mal. Ja. Das heißt, wir nutzen die Gunst der Stunde und wollen heute noch ein paar Sachen zu unserem Umbau messen. Genau. Punkt 1 ist, was wir heute vorhaben. Sascha hat so ein cooles Oldschool-Tool mitgebracht. VHG-Tester zum Messen von eigentlich Ladedrücken gedacht. Genau. Dieses werden wir heute an unsere Airbox anschließen. Ich habe das schon mal vorbereitet. Wir messen hier und hier. Hier zwischen ist der Luftfilter. Das heißt, wir messen einmal nach dem Luftfilter, einmal vor dem Luftfilter den Druck. Genau. Unterdruck oder Überdruck. Genau. Um zu gucken, ob unsere Ansaugung was gebracht hat. So sieht's aus. Das Ganze können wir dank unseren wunderschönen blauen Schläuchen vom Innenraum aus. Ja. Hast du jetzt eigentlich markiert, welcher vorne, welcher hinten ist? Ja. Der Schlauch, der dicker ist, ist dahinter. Der dicker ist? Ja. Nein, ist ein bisschen... Ah, verstehe. Okay. Das hätte jetzt auch lang und kurz sein können. Nee. Also theoretisch auch der, der länger ist in dem Fall. Okay. Ich würde sagen, wir fahren einfach hier zu uns auf der Autobahn. Bei uns sind die Autobahnen ja zum Glück schön geradeaus. Ja. Wir messen einmal das und dann bekommt ihr auch nochmal eine Leistungsmessung hinterher. Genau, so sieht's aus. Los geht's. Also, wir fangen jetzt erstmal an und messen erstmal den Druck vor dem Luftfilter, weil wir uns ja nicht sicher sind, ob der Luftfilter vielleicht eine Restriktion ist oder so. Ja. Was denkst du, ab welcher Geschwindigkeit sich da was tut, wenn sich überhaupt was tut? Boah, ich sag mal so ab 150, glaube ich, fängt es an. Mhm. Also ich habe es nicht mehr ganz genau in Erinnerung, wie es damals bei meiner Limo war, aber ich bin der Meinung, ab 150 geht es langsam los und richtig effektiv natürlich ober 200. Meinst du, das wird dann linear immer mehr? Oder ist irgendwann so eine Art Stopfeffekt erreicht? Nee, das wird progressiv auf jeden Fall mehr. Ja, umso schneller du fährst, umso mehr müsste es werden. Aber irgendwann ist natürlich auch mal Schluss. Ne? Ja, klar. Sei denn, wir schaffen das mit der Limo 400 zu fahren. Mit dem Kombi, Entschuldigung. Gang gemessen, gerade bis 250 beschleunigt,
haben wir unter Volllast, was war Maximum? 29 Millibar. 29 Millibar. 29. In dem Moment, wenn ich Gas wegnehme und der Motor nicht mehr saugt, waren es glaube ich 37 oder so. 37, genau. Okay, sind wir natürlich Welten davon entfernt, was ich dachte, was eventuell geht. Ich hatte in irgendeinem Video, glaube ich, mal 0,1, 0,2 Bar gesagt. Ja, das ist viel zu viel. Aber immerhin ist ein Effekt da. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Guck mal, 0,29. Also sagen wir, gehen wir jetzt mal, runden wir mal auf, 30 Millibar. 30 Millibar bedeutet 3% mehr Motorleistung. Das ist vergleichbar wie Höhe. Du erinnerst dich, sag ich mal, hier haben wir, sag ich mal, 50 Meter. Also fast Meeresspiegelhöhe. Und bei uns sind es ja 500. Das sind 450 Meter Differenz. Bedeutet im 45 Millibar Unterschied 4,5% weniger Motorleistung bei uns in den Bergen. Jetzt hast du praktisch unter Volllast 29 Millibar plus. Ja. Und jetzt wäre natürlich noch interessant, ob ein Serienauto, also ohne die Ansaugung von vorne, an der Stelle vielleicht so einen leichten Unterdruck hat. Hundertprozentig. Nehme ich ein Prüfungssiegel. So, dass wenn der da minus 0,01 oder so hat, ne? So ein bisschen Unterdruck würde er auch haben, ne? Ja, vielleicht, wenn die Drosselklappe zu ist und du schnell fährst, vielleicht nicht. Aber solange er, aber sobald er die Drosselklappe aufmacht und du unter Last stehst, gebe ich den Brief und sie steht am Minus. Ja, das können wir jetzt leider nicht so einfach simulieren, weil ich habe keinen originalen Luftfilterkasten mehr. Ja, okay, schade. Aber pass auf, jetzt stecken wir einfach den Schlauch um und auf dem Weg zurück machen wir das gleiche nochmal hinter dem Luftfilter. Okay. Also da hast du wirklich was Gutes gebaut. Funktioniert. Bisher haben wir jetzt ja 5000 Kilometer, bin ich jetzt damit schon gefahren. Mhm. Immer noch Ölverbrauch 0. Super. Auch Regen scheint auch zu funktionieren. Das war ja auch so eine Sache mit der Airbox, ob das im Regen funktioniert. Ne? Bisher kann ich nichts. Das ist die Konstruktion, die du gewählt hast, dass du praktisch nicht unten direkt einführen lässt, ja, sondern dass die Luft nach oben strömt. Genau. Und du hast oben den Trichter. Ja. Das ist dein Trick. Der funktioniert wirklich gut. Vielleicht gibt es ja unter euch einen, jemanden, der wirklich mal berechnen könnte, was Maximum ist, was du, ich sag jetzt mal, bei 250 km/h erreichen könntest. Mhm. Unter perfekten Voraussetzungen. Mhm. Vielleicht kann man da eh nur 0,04 erreichen oder so, ne? Mhm. Dann wären wir da schon recht nahe dran, ne? Ja. Weil da weiß ich, waren unter dem einen Videos viele Kommentare mit dies, das hin und her gerechnet, dass das gar nicht geht, so einen RAM-Effekt zu erzeugen. Doch, das geht. In gewissen Bereichen geht es geht halt nur nicht so stark, wie ich mir das vorgestellt hätte. Ja, ja gut, aber beim RAM-Effekt, auch bei den Motorrädern, da sprechen wir ja wirklich von 0,0. Mhm. Also 0,1 wäre ja Wahnsinn, das wäre ja praktisch 0,1 mal Ladedruck. Das, ja, das wäre der Knaller, aber ja, das, okay, ich sag mal, so ein GP-Motorrad schafft das vielleicht bei 350. Ja. Ja, ich sag mal so, weil die wirklich die komplett vorne optimale Einströmung in den Luftfilterkasten haben, das kann schon hinkommen, aber ich sag mal, unter Normalbedingungen für ein Straßenfahrzeug unmöglich. Ja, ja. Das Ergebnis ist wirklich toll. Gut, ist ja schon mal immerhin, dass überhaupt was angezeigt wird. Ja, ja. Also ich hatte es nicht mehr im Kopf, dass es so träge war, aber ich sag mal, ja gut, ist natürlich auch der lange Schlauch und. Ne? Ja, das kommt auch dazu, ja. Das darf man auch nicht vergessen. Also ich sag mal so, das ist auf jeden Fall das Minimum, was er auf jeden Fall hat. Definitiv. Im Zweifelsfall wird es sogar ein Tucken mehr sein, weil ich meine, ich wollte jetzt nicht meine ganze, ich habe es leider damals vergessen, als ich den Kasten gebaut habe, hätte ich natürlich gleich schön ein paar Fittinge einkleben können und so weiter. Ja. Das ist jetzt eine auf die schnelle, halb provisorische Lösung. Im Zweifelsfall geht da auch noch ein bisschen was, ja, verloren. Ne? Das wegnehme, springt er auf den gleichen Maximalwert? Ja, ein Tick weniger. 0,35 oder irgendwie sowas. 37? Ich meine 37 oder so. Ja. Also minimals, ja. Ich vermute, so war es aber auch auf dem, wir waren ja mit der kompletten Airbox auf der Flowbench. Ja. Da war es schon so, dass der leere Kasten, ja, den höheren Flow hatte als mit dem Filter drin. Okay, auch mit dem Tensorfilter. Genau, mit dem Tensorfilter 1:1. Also ein Verlust durch den Filter ist
definitiv noch da. Ja. Und dann ist es halt einfach so, wenn du natürlich den Filter hast und hinter dem Filter wird gesaugt und du hast den Verlust dazu, ja, schafft es natürlich hinter dem Filter mehr wegzusaugen als davor. Okay. So. Man sieht es aber daran, in dem Moment, wenn ich Gas zumache und nichts weggesaugt wird, ist auf jeden Fall wieder voller Staudruck da. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich vermute mal auch, wir hätten jetzt trotzdem irgendwas angezeigt bekommen müssen, aber es wird zu träge sein. Das Gerät ist einfach zu träge. Mhm. Und vielleicht auch wirklich nicht optimal jetzt mit diesen ultralangen Schläuchen, weil der ist jetzt noch mal länger als der kurze. Ja, für die Kamera mal kurz. Der dünne, der andere, der hört hier auf und mit dem anderen, den kann ich wahrscheinlich den Film nochmal um den Hals wickeln und eine Halskette draus machen. Den hätte man natürlich auch nochmal kürzen können. Ja, hätte man kürzen können, ja, aber gut. Zumindest haben wir bewiesen, wir haben keinen Unterdruck. Genau. Ja. So, wir haben auf jeden Fall einen deutlichen Überdruck im Kasten. Ja. Jetzt drehen wir nochmal um und machen nochmal eine Leistungsmessung. Genau. So, jetzt wo wir wissen, was unsere Airbox so kann, würde ich sagen, machen wir nochmal eine Leistungsmessung. Ja. Wieder in Sorik. Heißt, wir haben den kleinen Dongle schon ans Rad hinten gemacht. Und wir waren ja stehen geblieben bei euch in Bayern, dass das mit der Messung im vierten Gang nicht ging. Deswegen haben wir einen dritten genommen, wo natürlich der Effekt eigentlich gleich null ist. Deswegen würde ich jetzt sagen, gucken wir nochmal, ob wir es im vierten oder vielleicht sogar im fünften Gang kriegen. Ne? Und hier haben wir einen besseren Luftdruck und hier haben wir eine glatte Bahn. Ja, genau. Hier gibt es keine hoch und runter. Ne? Nicht bergauf, bergunter, sondern wirklich eben. Und Baustellen. Baustellen. Genau. Perfekte Bedingung für eine vierte Gangmessung. Hier. Genau. Nee, gleich nach der Baustelle, denke ich mal. Also für die, die es letztes Mal nicht gesehen haben, blenden wir noch mal kurz das Video ein. In Sorik ist ein kleiner Prüfstand, sage ich jetzt mal, der an die Nabenkappe kommt und über die Fliehkraft und Beschleunigung am Ende eine Leistung ausspuckt. Wenn man die Daten gut eingibt, wir nehmen jetzt einfach die Daten vom letzten Mal, weil wir wollen einfach eine Vergleichsmessung haben, dann sollte da auch ein gutes Ergebnis bei rauskommen. Bis auf die Klimadaten, die müssen wir korrigieren. Klimadaten, genau. Ja, weil wir haben heute keine 34 Grad, heute haben wir 40. Klimaanlage geht, deswegen fällt das nicht auf. Klimaanlage geht, ja genau, richtig. Jetzt, wo sie nicht braucht, funktioniert sie. Aber wir sind hier deutlich tiefer als bei euch, ne? Bei euch war es ja schon recht hoch. Ja, ja. Deswegen, mal gucken. Ich weiß gar nicht, wo liegt Hannover? Ich meine, 60 Meter oder so. Irgendwie so in dem Bereich. Ja, dann sind 450 Meter Differenz, jetzt mal, circa. Ja. Yes. Also einmal wieder vierte Gang aus Keller bis Begrenzer. Jetzt endlich mal vierte Gang. Auskuppeln, rollen lassen, ne? Genau. Versuchen so circa 30 Stundenkilometer verzögern zu lassen. Mhm. Durchs Ausrollen und dann. Du kriegst das hin. So, machen wir Klima diesmal aus, wollen ja nichts verschenken hier, ne? Oh, fangen schon wieder an zu schwitzen. Bei 19,5 Grad oder was haben wir dort? 22,5 Grad. 22,5? Ja. Können wir die Klimaanlage wieder anmachen? So, guck, da ist sogar das Unbegrenztzeichen. Wir fangen jetzt sogar mal früh an. Geht zwar leicht bergauf erstmal, aber wie immer, das ist ja meine Haus- und Hofstrecke hier. Direkt hinter der Kurve wird die am Ende kerzengerade. Das geht aber die ganze Zeit bergauf, ne? Ne, ab hier geht es auch. Ah, das sind doch Autobahnen hier, ne? Das sind Autobahnen. Wirklich schnell so, ne? Ja. Du überlegst, vierte Gang gerade von 2000 bis 8,5 da durchgezogen. Mit schweren Kameramännern auf dem Rücksitz. René. Da kann ich mich fast bis 2000 irgendwie rollen lassen hier. Ja, aber, ja gut, jetzt kannst du jetzt mal weiterfahren. Oder bremst ab und machst nochmal eine Messung. Schaffst das? Schätzung? Ja.
ich weiß nicht, wenn wir vorher 4,65 oder so hatten, wahrscheinlich 4,80. So, das war ja immer mein Traum, waren ja 4,80. Ich sage, wir schaffen knappe 4,90. René? 4,75. Och, ich glaube, wieder tief. Drehmoment? Knapp 500. René? Was hat er vorher gehabt? Oh, das weiß ich gar nicht. Ja, da waren es eigentlich 550. Das kann natürlich nicht sein, weil da müssen wir genau im unteren Bereich bergab gefahren sein. Das kann sein, ja. Und deswegen hat er da viel, viel mehr angezeigt. Also ich sag mal so, um die 500 Newtonmeter, 490 PS. Das wäre so meine Schätzung. Das Auto geht wirklich gut. Und danach fahren wir dann doch nochmal im 5. Ja, ja. Könnt ihr ja gerne machen. Ich warte nicht so lange, mache eine Raucherpause. So, Sascha. Jetzt können wir das Geheimnis lüften hier. Ähnlich wie du vermutet hattest. 492,8 PS. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber ich sag mal so um die 480, 490 sagt man ja. Das kommt ja ganz gut hin. Also wir legen hier mal beide Kurven nebeneinander. Man sieht ganz gut, was wir schon vermutet hatten, dass beim letzten Mal diese brutalen 550 Newtonmeter im unteren Bereich, da ging es bestimmt kurzzeitig bergab. Genau. Das heißt, die Messung war für den Arsch. Genau. Das sieht jetzt vom Drehmoment her deutlich konstanter aus. Genau. Aber er hält halt einfach die Leistung bis zum Ende oben raus deutlich besser. Ne? Und was wir gesehen haben vorhin im Video, ab 5000, 5500, wo ich meinte, guck mal, jetzt merkst du den Schub. Ne? Da hat er hier nochmal so einen leichten Anstieg und genau das haben wir beim Fahren auch gemerkt. Ja. Ne? Also ich bin sehr zufrieden. Ja, ich denke auch 490 PS hätte ich auf jeden Fall nicht erwartet. Nicht erwartet ganz am Anfang, beziehungsweise innerlich habe ich es natürlich erwartet, sonst hätte ich es gar nicht umgebaut. Innerlich hast du überhaupt 500. Aber ich sag mal, mit der Leistung. Aber ich habe bei euch in Bayern schon gemerkt, dass das Auto definitiv oder Österreich schlechter läuft. Ja. Und genau, das ist ein guter Ansatz. Wollen wir mal gucken vom Luftdruck her. Hier waren wir nämlich bei 900 und wo sind wir da? Genau, 958 und hier sind wir bei 1020. Ne? Mhm. Das haben wir jetzt kurz gerechnet im Kopf. Wir dürfen uns nicht vertun, sind sogar 60 Millibar mehr. Mhm. Das sind ungefähr 6%. Jetzt rechnen wir nochmal schnell von 464, 6% drauf. Wo sind wir da? Mhm. So, das sind jetzt, sag ich mal. 5% wären 23 PS. Somit wären wir schon bei 487, ja. Das passt doch, ne? Passt ja. Guck mal, das ist die Differenz, ne? Ja, zwischen Berge und uns. Ja, ja, krass. Ja. Ja, cool. Das haut schon hin. Ich bin happy. Auto läuft schön, der Airbox hat was gebracht, Leistung ist da. Genau. Jetzt würde ich sagen, schulde ich euch noch eine 100-200 Zeit. Die gibt es irgendwann später mal, wenn man mit dem Auto vielleicht unterwegs bin oder so. Aber das ist auf jeden Fall soweit abgeschlossen, das bleibt alles so. Mhm. Und jetzt widmen wir uns den nächsten Projekten. So machen wir das. Ciao. Ciao.